Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Jutke Dizzy. Für Sie heute im Programm meine Wenigkeit, Jutke Dizzy und die wundervolle Jury. Jury, ich begrüße Sie. Willkommen im Gerichtssaal. Wir haben heute für Sie tatsächlich ein fantastisches Potpourri war das Wort, was ich gesucht habe. Ein fantastisches Potpourri für Sie zusammengebaut. Und eventuell könnte das für Sie sehr interessant werden. Denn wir haben fantastische Strecken für Sie zur Auswahl. Und mit fantastischen Strecken meine ich die Strecken, wo wir uns tatsächlich darauf verlassen können, dass es mal wieder richtig bumst. Stellen Sie sich Folgendes vor. Eine sommerliche Brise. So wie dieser fantastische Ventilator. Können Sie das hören? Fantastisch, oder? Genau. Diese Brise stellen Sie sich jetzt vor. Bei fantastischen 30 Grad. Sie haben einen wunderschönen Sangria in Ihrem Getränkehalter und bewegen sich auf einer unglaublich langen, geraden, gehen Sonne. Was da wohl passieren wird? Man könnte meinen, der ein oder andere wüsste schon, worum es geht. Aber bitte seien Sie nicht so voreilig. Wir finden es jetzt raus. Also, meine Damen und Herren, was wird hier wohl geschehen? Also wir können schon mal sagen, der Fefe ist schuld oder der Fefe ist schuld. Aber sehen Sie schon hier die eigentliche Problematik dieser Thematik? Ich sehe schon, der ein oder andere von Ihnen da draußen in der Jury hat das schon erkannt. Folgendes Problem haben wir hier, meine Damen und Herren. Nennen wir ihn jetzt mal der Bronzene. Der Bronzene Ferrari ist tatsächlich noch neben dem roten Ferrari. Und der rote Ferrari denkt sich so, oh, sehe ich nicht, hab nur Single-Screen. Ist natürlich eine Annahme, ob da Single-Screen vorhanden ist oder nicht, aber der rote Ferrari fährt tatsächlich so, als wenn der bronzene Ferrari, also ich denke immer noch, dass es bronzen ist, denkt sich so, und das sehen wir jetzt hier auch schon an seinem Fahrwinkel, dass der einfach nicht mehr da ist. Was ja aber auch nicht stimmt, denn der ist ja noch da. So. Und logischerweise muss der ja irgendwo hin. Du kannst ja jetzt nicht einfach, also sagen wir es mal so, Rennfahren, man kann Rücksicht nehmen auf andere, man kann es aber auch irgendwann ein bisschen übertreiben. Und hier in dem Moment wäre für den Bronzenen Bremsen einfach völlig übertrieben gewesen. Weil dann kannst du ja in der Theorie gleich immer alle durchwinken. Und deswegen, der rote Ferrari hätte auf den bronzenen Ferrari ein bisschen Acht geben sollen und nicht ihm einfach vor das Auto, naja, ziehen sollen. Weswegen dieser Report ein Rennunfall ist und no further action beinhaltet. Denn ich sag's ganz ehrlich, die Dreistigkeit, dass auch noch versuchen zu bestrafen, ist schon frech. An der Stelle ganz kleiner Hinweis für Sie da draußen. Bitte nach einem Rennen, wo sowas passiert ist, einmal kurz weggehen aus dem Rig oder vielleicht kurz mal ein bisschen in der Nase popeln, auf Toilette gehen, sich die Beine vertreten und mal Luft holen, kurz mal nicht dran denken, um wiederzukommen, komplett neutral, um sich das dann nochmal anzusehen, um dann zu entscheiden, hey, ist das jetzt wirklich sinnvoll, den zu reporten oder nicht? Oder habe ich vielleicht selber etwas falsch gemacht. Weil in hier, an der Stelle, ist das definitiv kein sinnvoller Report gewesen. Denn der Bronzene, was soll der machen? Soll der sich jetzt wegbeamen? Der kann ja nicht verschwinden an der Stelle. Weswegen das hier no further action ist. Also gibt es keine Strafe. Dann schauen wir mal in das Potpourri, was wir noch so Wunderschönes haben für Sie. Ui. Meine Damen und Herren, wir sind tatsächlich mal wieder in Südafrika. Wir haben schon vieles gesehen in Südafrika. Aber es gibt so eine ganz legendäre Stelle in Südafrika. Ich würde fast behaupten, dort gibt es die leckerste Wurst auf dem ganzen
Rennplaneten. Diese Wurst ist so legendär, dass sich Leute tatsächlich mit ihren Fahrzeugen drauf losfahren, sich was holen und direkt schnurstracks auf den Rastplatz fahren, um dort dann zu rasten. An dieser Stelle befinden wir uns, an der gelben Wurst. Lassen Sie uns mal gucken, was bei der gelben Wurst in Südafrika so passiert. Los geht's! Wir müssen jetzt mal ganz kurz studieren gehen, meine Damen und Herren. Wir müssen tatsächlich mal kurz studieren gehen. Beruhigen Sie sich. Also tatsächlich, der Aston Martin reportet den Mustang. Musste gerade noch mal drüber sicher gehen, um reinzuschauen. Das ist natürlich ein schwieriger Fall. Das ist wirklich ein schwieriger Fall. Das ist schon wirklich sehr arg früh. Und vor allen Dingen, das, also was wir uns jetzt hier auch nochmal ansehen können, es wird gebremst. Jetzt. Und dann gelöst und dann nochmal gebremst. Ich werde etwas, ich werde gerade etwas sauer. Ja, doch, könnte man sagen. Wir sind hier definitiv nicht bei den Rookies unterwegs. Ich werde ein bisschen sauer bei dem Satz, der Aston hätte ja auch einfach daneben fahren können. Wenn wir uns das jetzt hier mal ganz kurz anschauen, ist der Aston definitiv nicht in der Position, irgendwo daneben zu fahren. Ist er wirklich nicht. Also an keiner Stelle ist er hier in der Position, daneben zu fahren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es keinen gibt. Es gibt keinen Grund, links neben das Fahrzeug zu fahren, um dort anzubremsen. So, weil der hat nicht so viel Überschuss, dass er sich daneben setzen kann. Er hätte jetzt natürlich seine Taucherbrille aufsetzen können und da reinfahren können. Aber damit, und jetzt hat er gerade das Auto, jetzt hat er jetzt gerade aus der Kurve das Auto gerade gestellt und der andere drückt auf die Bremse. Viel zu früh. Also viel, viel zu früh. Locker 10, naja, wenn das 50 Meter sind, 25 Meter zu früh steht er auf der Bremse. So, wo soll er daneben ziehen? Das ist einfach unmöglich. Also das ist auch physikalisch ganz unmöglich, weil wenn wir uns das jetzt mal angucken, der Aston kriegt die Kurve richtig gut, der Ford nicht. Dementsprechend hat er Überschuss und er fährt jetzt gerade runter. Das heißt, seine Lenkung ist immer noch nach rechts, immer noch. Er fährt rüber und jetzt steht das Auto gerade und jetzt drückt der andere auf die Bremse. Wie soll er in diesen 2 Sekunden die Entscheidung treffen, links rüber zu gehen? Das geht nicht. So, und an der Stelle muss man einfach zu dem Mustang jetzt sagen, er wird sich sehr wahrscheinlich verbremst haben. Ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass das mit Absicht passiert ist, weil ich finde persönlich immer Quatsch, Leuten zu sagen, du, das ist Absicht, was du gemacht hast, weil du den einfach irgendwie, sag ich mal, weil du ihm das jetzt unbedingt nicht gegönnt hast, dass er vorbeikommen möchte. Wovon ich aber auch absehen würde, weil wenn wir uns das jetzt hier angucken, der ist ziemlich unsicher gewesen, also er hat die Kurve auch nicht getroffen. Also würde ich schon sagen, dass er ein bisschen in dem Moment, keine Ahnung, was da in seinem Kopf los war, vielleicht hat er gepennt oder war abgelenkt oder. Nichtsdestotrotz ist das zu frühe Bremsen ein Kontakt, den er hätte vermeiden können. Und deswegen ist das kein Rennunfall. Also es kann in der Form kein Rennunfall sein, dass man sagt so, ja okay, das ahnden wir jetzt hier an der Stelle nicht. So, weil der Aston hat natürlich danach alles gegeben, was zu avoiden, was wirklich gut ist und auch sehr löblich. Aber was will er machen? Also da kann er auch nichts mehr machen. Das funktioniert nicht. Es ist keine Blue Flag Situation, die sind beide in derselben Runde. Die sind beide in derselben Runde und die fahren hier auch gerade ein Rennen. Und an der Stelle ist es ein Avoidable Contact und muss auch geahndet werden. Weil es gibt dafür... Es gibt hier an der Stelle nichts wirklich, was dafür spricht, das nicht zu machen. Weil das ist gemeingefährlich und das solltet ihr definitiv auch nicht tun. Mal verbremsen ist okay, aber so krass,
Nein, wir können nicht darüber sprechen, warum andere Leute hinten reingefahren sind. Kann ich dir auch sagen, warum das sehr wahrscheinlich passiert ist? Weil das nicht gesehen wurde. So. Und das wird abgedrückt und dafür gibt es 0,6 und einen Klaps auf die Finger. Da sollte man definitiv etwas mehr Zeit verbringen, die Strecke zu üben. Mit anderen Leuten auch auf der Strecke. Bremsen sind optional. Nein, es gibt nur eine einzige Sache, die optional ist und das ist die gelbe Flagge. Gelbe Flagge ist maximal optional. Und ich möchte auch bitte, dass jetzt Leute verstehen, dass das gerade Ironie ist und nicht ernst gemeint. Oh, fantastisch. Ui, meine Damen und Herren, es gibt auf diesem Planeten einen unbeschreiblich schönen Ort. Dieser Ort ist sowohl majestätisch zu befahren, als auch gleichzeitig ein Ort der Demut und Trauer. Es kann hui sein, wenn es gut geht, denn man fährt so 130 Klamotten durch, wenn man sie gut trifft. Oder wenn es fui läuft, ist man weg. Falls Sie jetzt schon wissen, wo wir sind, reingelegt, weil es passiert erst danach. Aber schön, dass Sie jetzt schon mal da sind, gedanklich, und den Ort des Geschehens festgestellt haben. Und das hier wird tatsächlich ein sehr interessanter Fall. Es ist sehr ähnlich wie Barcelona. Ich merke schon, Sie sind sehr voreilig, meine Damen und Herren. Sie sind sehr voreilig. Sehr, 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 sehr voreilig, meine Damen und Herren. Boah, Helikopter, Junge. Ah, wir haben das Mysterium geklärt, wo der Lamborghini herkommt. So, meine Damen und Herren, passen Sie mal auf. Beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren. Wir klären jetzt erstmal ganz kurz mit dem Aktenzeichen, wer hier wo raufgegangen ist. Okay? Und zwar ist der bunte Ferrari ist auf den schwarzen Ferrari gegangen. Und das Ganze für Reckless Driving. So, passen Sie mal auf. Und das ist jetzt hier immer die Schwierigkeit an der ganzen Sache und das musste ich persönlich auch wirklich, ich musste das lernen. Jetzt guckt man sich das Ganze hier an, okay? Wir gucken uns den Fall jetzt mal an. Ganz in Ruhe, Stück für Stück. Also dieses Fahrzeug, was wir gerade sehen, reportet den anderen. Das hier, nicht gut. Ob das mit Absicht war, würde ich sagen, er hält sich in Grenzen. Vielleicht wurde sich verbremst. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn gewollt da reingebombt wurde, weil es wurde rechts rüber gefahren und versucht, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Also würde ich das jetzt erstmal ein bisschen positiver auslegen für ich habe mich verbremst. War nicht mit Absicht. Okay? Und jetzt gucken wir uns das hier an. Jetzt gucken wir das hier an, weil das ist nämlich der interessante Part. Weil ab dem vorigen Part fangen Leute meistens schon an zu sagen, boah, was für ein Arschloch, Divebomb, ist schuld, dies, das, Ananas. So. Aber wenn wir uns an den Barcelona-Fall erinnern, wo soll denn der jetzt hier hin? Wo soll er hier hin, der Schwarze? Der kann sich ja nicht wegbeamen. Also der kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, puff, ich bin nicht mehr da, tschüss. Ich bin Houdini. Das funktioniert ja nicht. Also egal, ob er diese Tat jetzt begangen hat mit der Divebomb oder nicht, hier kann er nichts dafür. Was soll er machen? Soll er jetzt bremsen, stehen bleiben, gar nicht mehr am Rennen teilnehmen? Soll er einfach verschwinden? Oder? Also ich meine, der bunte Ferrari, der wäre dicke dran vorbeigekommen und hätte sein Rennen weiterfahren können und wäre auch vorne gewesen. So. Aber was soll er machen? Er fährt ja ganz normal sein Rennen weiter. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob er ihn hätte durchlassen etc. pp. Ne? Das können wir jetzt an der Stelle nicht wissen. Aber auch wenn du gedivebombt wurdest, und das ist ja jetzt der Fall gewesen, musst du ja auch darauf achten, dass die Leute vernünftig auf der Strecke wieder raufkommen. So, und wenn du jetzt deine Kurve fährst und du reißt die Tür einfach zu und schießt dich damit im Grunde genommen selber weg, warum reportest du den dann? Und das ist auch wieder ein Fall, wo ich euch
allen da draußen sehr gerne ans Herz legen möchte, geht einfach mal kurz vom Computer weg, kommt mal runter und guckt euch das dann nochmal ganz in Ruhe an. Das ist definitiv Kacke. Also davon möchte ich überhaupt nicht reden, dass wir das jetzt hier für gut heißen oder gut finden oder in irgendeiner Form, dass der zur guten Rennqualität beiträgt. Am Ende des Tages lohnt es sich aber trotzdem nicht, das hier zu reporten. Es lohnt sich nicht. Weil man hätte das definitiv, und das wäre ein Learning, was ich jetzt persönlich mitnehmen würde, okay, nächstes Mal, wenn das passiert, ja, es ist Kacke, aber ich muss für mich selber lernen, ruhiger zu bleiben und weiter nach außen zu gehen, um halt Platz zu lassen, dass der andere auch teilnehmen kann. Und der Report ist halt Rennunfall. Das ist ein Rennunfall und wird nicht geahndet. Das ist no further action an der Stelle. Und ich weiß, dass es da draußen Menschen geben wird, weil das in den letzten paar Videos sehr häufig auch kommentiert wird, dass Menschen mit der aktuellen Lage oder Rennqualität nicht sehr zufrieden sind. Oft, damit möchte ich niemand persönlich angreifen, oft, und ich beziehe mich selber mit ein, sitzt das Problem im Simulator. Wirklich. Oft sitzt das Problem mit im Simulator. Und so dumm das auch immer klingt und so blöd das auch ist, das Einzige, was du auf der Rennstrecke ändern kannst, ist dein eigenes Verhalten und deine eigene Fahrweise. Und sich über andere Leute aufregen, bringt meistens nicht sehr viel, weil sich das sehr hart in dir selber so hart sich bildet, dieser Gedanke, dass du irgendwann nur noch mit dem Finger auf andere Leute zeigst. Und das ist nicht gut, weil das macht irgendwann Rennen zu einem sehr unangenehmen Plätzchen, wo dir das dann wahrscheinlich keinen Spaß mehr macht. Und deswegen sage ich immer, lieber nochmal weggehen, mal sacken lassen und sich dann nochmal angucken. Das heißt nicht, dass alle schuldfrei sind, das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt definitiv Fälle, die sind sehr unangenehm. Manchmal hilft das doch nochmal, sich das Ganze anzugucken. Puh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob uns die Augen wegbrennen, wenn wir uns den nächsten Fall angucken oder auch nicht. Also das müssen wir gleich mal rausfinden. Haben Sie Sonnenbrillen da draußen? Weil jetzt würde ich Ihnen eine Sonnenbrille empfehlen. Falls Sie eine haben sollten, setzen Sie sich eine auf. Also ich kann bei der Sonne gerade auch nicht mal mehr erkennen. Ich kann wirklich nicht erkennen, auf welcher Strecke wir sind. Doch, also jetzt mal völlig übertrieben. Setzen Sie sich mal die Sonnenbrille auf. Okay, wir gehen rein. Das ist hier auch so eine fantastische Kurve, bei der sehr viel passiert. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Also hier wird sehr ambitioniert Deep Diving vorgenommen. Schauen wir mal, was hier passiert. Das müssen wir auf jeden Fall uns auch nochmal sehr genau angucken. Also auf den ersten Blick, wirklich auf den ersten Blick, gucke ich nochmal in die Akten. Bevor ich irgendwas sage, gucke ich nochmal in die Akten. Kleinen Moment. Immer mit Ruhe. Also hier gibt es wohl so eine kleine Diskrepanz, die ging danach auch nochmal weiter. Aber wir können ja nur das bewerten, was wir jetzt hier gerade sehen. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir machen mal ein bisschen leiser. Das ist schon, also ich tendiere wirklich da hinzugehen, zu sagen, das ist ein Rennunfall. Aus dem ganz einfachen Grund. Aus dem ganz einfachen Grund, warten Sie mal ganz kurz. Also der hier reportet den da. Okay? Der hier reportet den da. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir uns mal sein Auto angucken. Also, das ist für mich schon so, ich bin mir jetzt gerade aktuell wirklich nicht so sicher. Also, für mich sieht das so ein bisschen danach aus und dafür bräuchte ich mal das HUD. Für mich sieht das mit dem Lenken, also, das sieht nicht aus wie Anbremsen. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei einer Bremsbalance von 59 das Auto so hektisch am Eiern ist.
Und für mich sieht das so ein bisschen aus wie, nee, Maga, du kommst hier nicht rein. Und der andere hat sich regulär bis zum Einlenkpunkt daneben gebremst. Und das kann man ja auch, also das kann man ja auch sehen, ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Der bremst sich ja regulär, der ist ja hier am Einlenkpunkt, ist er ja daneben. Also, naja, könnte man sich jetzt wieder, da müsste man sich dann schon wieder kloppen, was daneben ist und was nicht daneben ist. Wir gucken nochmal an der Perspektive von oben, das ist gar nicht so ein einfacher Fall. Nee, doch, man kann schon sagen, der ist daneben am Einlenkpunkt. Nee, doch, der ist daneben. Ja, doch, der ist daneben. Doch, ich würde schon sagen, dass das daneben ist. Also kannst du ja nicht einfach wieder zuziehen. Der ist nicht mal ansatzweise daneben. Doch, doch. Also das sieht schon, wollte ich gerade sagen, das sah sehr verzerrt aus. Ich war auch so ein bisschen skeptisch, aber der ist schon daneben. Also er hat sich regulär daneben gebremst. Plus das Geier, also frag mich nicht, wo das herkommt. Wir können ja mal gucken, was der andere für eine Bremsbalance fährt. Der in schwarz. Der fährt genau dasselbe und bei dem eiert das Auto nicht so, obwohl das sogar kaputt ist. Also, ja, ich würde tatsächlich auf Rennunfall plädieren, weil er sich wirklich regulär daneben gebremst hat. Und der andere ihm dann halt einfach das Auto vors Gesicht gezogen hat an der Stelle. Wie gesagt, da gibt es auch noch einen anderen, also zumindest steht das hier drin, da ging es wohl danach nochmal zur Sache. Also hier würde ich wirklich auch sagen, das ist no further action, hätte man auch avoiden können. Ist ein schwieriger Fall, muss man wirklich ein bisschen genauer hingucken, weil auf dem ersten Moment sieht das wieder aus wie so die typische, diese typische, ich sag mal, ich möchte dich gerne ermorden Nummer. Aber ich würde hier tatsächlich tendieren zu no further action. Und damit war das die wahrscheinlich größte No-Further-Action-Folge, die wir jemals gemacht haben auf YouTube in Jutke Dizzy. Tatsächlich hatten wir 3 von 4 No-Further-Action. Bleiben Sie doch einfach auf diesem YouTube-Kanal, indem Sie ein Abo dalassen und finden Sie in der nächsten Folge raus, was wir hier noch weiterhin für fantastische Folgen haben. Also, wir sehen uns und Chat, sagt doch einfach mal in die Zukunft auf Wiedersehen und die Vergangenheit, Zukunft, ihr könnt euch denn, ihr wisst schon, untereinander gegenseitig grüßen. Nicht wahr? Auf Wiedersehen.